Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Alles klar. Archibald, how are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Fährt jetzt oder fahr ich? Yes. Okay. I think he's learned. Wir lauschen mal eine Runde, wa? Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you, there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners? Not just any moonshiners. Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the other stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. So sieht's aus. That bad rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Ja. Oh, ich darf wieder was machen. Schön. Was auch immer. Damn flies. I swear they got it in for me. You could try washing once in a while. Warte, warte, warte. Darf ich hier einfach sowas nehmen oder krieg ich dann Ärger? Keep your eyes open. Ja, ich steck mal was zum Ampfen ein, ne? Ist okay, oder? Ach, guck mal an. Ey, da liegt doch einer. No, this must have happened recently. Woher will er das wissen? Hey, come have a look at this. Ich habe eigentlich die Leiche bewundert, aber na gut. Was hast du denn? Eine Büchse schwarz gebracht? Eine andere Leiche. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Hab ich da nicht schon den Anführer mit Ding festgemacht gehabt oder täuscht mich das? I'll send someone over here later to clean this up. Lemoyne. Ich würde sagen, war der nicht auf dem Steckbrief gewesen? Ach ja, jetzt muss ich von der anderen Seite einsteigen oder was? Alles klar. Jo, och, ernsthaft. Entschuldigung. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Ja, natürlich. Sure. Dankeschön. I'll direct you. Ja, okay. Brauchst du nicht. Ich hab eine Beschreibung. Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Ja. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect for the law. Ich würde sagen, ich hatte den schon festgenommen, hey, aber slow it down a bit. Halt die Klappe, Mann. Ich will ja nicht hier so lahmarschig rumgondeln wie du. Die Pferde können das schon ab, Junge. Wollt ihr auch mal weiterkommen, oder? Well, I know the Braithwaites are in business with them.
Wenn du wenigstens was Interessantes zu labern hättest, aber das kannten wir ja leider alles schon. Also, das meiste. Was im Halt die Klappe! So, wir sind da. Sei ruhig. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaite, I think. Wird aber bestimmt hier vorne sein. Sieht doch so danach aus. Ich weiß jetzt nicht, wo Archibald ist, aber ist mir ehrlich gesagt egal. Ich hoffe bloß, die Mission bricht dabei nicht ab. Er braucht lange, oder? Ich meine, er sieht, dass da Feuer ist, dass da voll in der Häuser sind und so. Gut, vielleicht lag ich jetzt auch falsch, aber. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? Was denn? This place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in 78. How would I handle this? Well, the way I see it. Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Ich geh mal. We'll take the right. Let's stop these filthy degenerate tax dodgers. Muss ich die bewusstlos schlagen? Kann ich die nicht auch? Warte mal, ich hab doch hier. Remember what he said. We need them alive. Ja, dann mache ich nur vorerst selber das. Hold back. See if they split up. Hey, we got an intruder. Okay. Ich dachte, das wäre nur einer und ich bin nicht davon ausgegangen, dass der sich schlagartig umdreht. Außerdem war ich auch mit meinen Waffen beschäftigt, hat man ja gesehen. Ja, ich wollte ihn ein bisschen wegmessern, tut mir leid. Kann ja mal vorkommen. Alter, jetzt siehst du. Hallo, darf ich mal? Danke. Nützt du die Karte? Was soll ich denn da benutzen? Deputy Williamson. Hallo? Hold back. See if they split up. Mich dürfen sie doch hier im Dickicht nicht sehen, oder? Es könnte ein bisschen dauern, bis sie mit Quatschen fertig sind. Die anderen sehe ich leider nicht. Ja, mache ich. Du wirst wissen, dass der sich nicht umdreht. Rennen. Guten Tag. Tschüss. Quick, hide. Another one coming this way. Anthony. Ach so. Kann sagen, hä? Wie kann der noch Geräusche machen, wenn der bewusstlos ist, ne? Ja, heb den Schwarzbart auf und packen ihn in die. Ist das überhaupt eine Truhe? Oder in sie. Ja, wenn sie schmeißen, wäre fies. Ach Quatsch, wir sollen die ja bestimmt aufsammeln, ne? Oder. Naja, was heißt aufsammeln? Na doch, sammeln. Da-da-da-da-da. Ernsthaft. Ich dachte, hier wäre ein Weg. Oder komme ich hier durch den Sumpf? Ach ne, der Weg ist da drüben. Ja, ja, ich mache ich ja. Ein ganz ruhig Spiel. Natürlich. Über den schmalen Kacksteg, wo ich bestimmt ins Wasser falle. Ich habe mich bloß noch ein bisschen umgesehen. Alles okay? So, beim Wagen.
Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Gott, das tut mir aber leid. Oh, Entschuldigung. Oh, Gott, das tut mir aber leid. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. So, tell me about the... That is the last time I'll mention it, I swear. Habe ich überhaupt Dynamit? Hallo? Doch, habe ich. Alles klar. Ich würde sagen, jetzt hätten wir hier noch was geben müssen. So. Aber warum? Wir können doch hier erstmal ein bisschen was brennen, was für uns abzappen und dann können wir es zerstören. Ach, schade. Na gut. Oder habe ich es jetzt schon? Alter, das war knapp. Ja, jetzt geht das wieder los. Soll ich die jetzt kalt machen oder nicht? Ich werde jetzt mal mit meinen übelsten Skills um die Ecke kommen. Ein Einführungsstrich. Hey Leute. Sag ich doch, in Anführungsstrichen. Warum verzieht die Kackwaffe jetzt schon wieder so? Hä? Ein Schulterschuss? Alter. Ich hab keine Ahnung, warum die Knarre schon wieder so verzieht. Sonst nicht so. Ja doch, immer was schon gewesen, aber. Das war nicht so heftig. Hey! Oh, oh, was musst du jetzt nachladen, Mann? Oh, oh. Oh, ich sollte hier weg. Achso, ich dachte, das fliegt nicht in die Luft, ey. Hä? Oh, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 weiß ich nicht. Der hat's geschafft. Jetzt ist er weg. Ja, mach ich doch. Wird doch noch actionreicher. Ich sehe ihn nicht. Ach da. Lad mal in Ruhe nach. Oh. Tschüss. War's das jetzt oder kommen wir noch mehr? Auf was zielst du jetzt noch? Oh. Alles klar. Kann ich hier noch ein bisschen. Nö. Schade, ich dachte, hier könnten wir noch was. Ich dachte, hier könnten wir noch was mitnehmen. Weil looten habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Mehr Kohle haben wir genug und. Gut, ich sollte vielleicht noch mal was essen. Ja, sollte zureichen. Bla 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 bla. Lief doch ganz gut. Alles klar. So, fertig. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white-trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of crap. Come on, move it. We have a life on a land
so stupid. A backwater, so backwards, that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here! Come on, you ride with me. Okay. Ist aber wirklich so, oder? Aber gut. Show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? Na ja. From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, Young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Ernsthaft? Okay, you're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set. Go. Okay, das ist immer eine Abwechslung, aber ich muss ein bisschen durchs Gemüse. Und ich hoffe, dass sein Pferd nicht schneller ist. Weil die Klappe meine ich, oder ich überhole dich gleich. Okay, noch läuft's. Piss dich. Vor dir. Okay, der gibt auch schon schönes Stoff. Das sollten wir packen. Aber ob es mir irgendwas bringt, keine Ahnung. Hau ab, Mann! Hau ab, Alter! Muss ich noch hier lang reiten? Wäre sonst zu einfach, ne? Ja toll, als ob ich das jetzt lesen kann, ne? Das ist doch voll scheiße. Kann da seine nicht zwischendurch was futtern, damit sie ein bisschen wieder ausdauert? Ich weiß, der ist relativ weit hinten. Alter. Fuck. Fuck. Aber sein Pferdchen ist, glaube ich, auch schon kaputt, oder? Nein, der kommt jetzt wieder an. Fuck. Alter, Drecksack. Komm schon, Lasagne. Ach nö. Ich war so nah dran, ne? Ich hätte das vielleicht eher machen sollen, dann hätte ich vielleicht noch eine Chance gehabt. Fuck. Kann ich das Rennen nochmal wiederholen? Das wurmt mich jetzt. Scheiße. Oh, I am sorry, son. Well, spare the gloating, Dutch. Oh, I'm not a gloater. Why would I laugh at the fact that you haven't learned after all these years to ride a horse very well? That is a source of great sorrow to me. Very funny. I had fun with you today. Be well. Here? Well, I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Seine Ehefrau zum Beispiel, oder worauf will er hinaus? Aber boah, das... Mann. Vielleicht war sein Pferd auch wirklich einfach besser, ich weiß es nicht. Was los? Warte mal, wir haben neue Aufträge. Wen haben wir hier?
Abigail und Mr. Williams. Hier noch Steckbriefe. Okay. Valentine. Ich überlege gerade. Das ist ein bisschen weit, oder? Wald. Das ist ein bisschen weit jetzt hier rüber ohne Schnellreise. Und hier, Valentine können wir wenigstens einer machen. Wisst ihr was? Dann mal ganz kurz. Ist nur das vor, wo das Kopfbild ist. Okay. Ich reite mal kurz hier hin und dann mache ich mal nochmal den Steckbrief kurz. Weil ich merke leider, wenn bei mir, warum auch immer, so ein bisschen die Luft raus ist. Ah, weißt du was? Warte kurz. Füttern. Das merkt man, glaube ich, doch auch als Zuschauer, wenn dann eher so, okay, ich habe nichts mehr davon. Vielleicht sollten wir mal im Gemischtwarenladen was einkaufen für unser Pferdchen. Ja, ich weiß nicht, wenn dann auf einmal so das rapide irgendwie runtergeht. Ich hatte zwar Bock, dann sitzt sie hier 1,5 Stunden und dann auf immer so. Ich weiß nicht, ob das bloß bei mir so ist, vielleicht kennt ihr das von euch ja auch selber. Dass man das doch richtig Bock hat und dann nach einer kurzen Zeit schon so, naja, ist jetzt doch nicht mehr so das Wahre. Wisst ihr, so geht's mir gerade, aber ich will wenigstens noch so die halbe Stunde einigermaßen voll kriegen. Vielleicht noch einen Steckbrief machen kurz. Und dann, ja, die Aufnahme erstmal beenden. Ist ein bisschen schade, weil ich eigentlich bei Red Dead sonst immer so 2 Stunden lange Aufnahmen mache. Aber nur gut, kann halt nicht immer hinhauen. Ich meine, dafür habe ich gestern 6. gemacht. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Ja, ich weiß, man. Vielleicht liegt es wirklich auch einfach daran, dass ich vielleicht gestern ein bisschen übertrieben habe, wer weiß. Soll aber nicht euer Problem sein, vor euch gehen ja die Folgen ganz normal weiter. Grüße, ich will nochmal mit dem Zug rum von Gondeln nach Valentine 97. Ach komm. Ich wollte zwar eigentlich nochmal nach dem Pferdchen gucken, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich mag ja seine eigentlich zwar, aber ich hätte halt wirklich auch gern ein Pferd, was vielleicht noch ein bisschen mehr. Vielleicht ein bisschen mehr schneller ist und die Ausdauer nicht, also gut, bei Lasagne geht ja jetzt die Ausdauer nicht so schnell runter, aber die vielleicht doch noch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat. Und ich meine jetzt so nach der ganzen Zeit, wir haben ja so ungefähr, ich weiß nicht, ein Drittel nicht, ein bisschen mehr wie ein Viertel des Spiels rum, vielleicht so jetzt mal Pferd wechseln, dann so. Naja, vielleicht nicht, vor Ende vielleicht nicht. Ich möchte schon Vertrauen zu dem Pferd haben genug, aber halt wenigstens noch eh mal ins kaufen. Ja, was vielleicht noch mal ein bisschen mehr zieht. Weil ich weiß, da gab es noch ins, was relativ teuer war, und das können wir uns jetzt, glaube ich, auch leisten. Und ich weiß, ich müsste im Lager mal wieder meinen Beitrag leisten, aber ich meine, das können wir eigentlich später immer noch machen, oder? Das ist jetzt nicht so schlimm. So, ich wollte noch mal ganz kurz zum Steckbrief. Der ist doch genau. Zack. Ja, ich mache mir da trotzdem die Wegmarkierung hin. Lasagne. Hey there, girl. Aber so eine coole Frisur, wie sie es jetzt auch hat, kriegt sie. Kriegt unser neues Pferdchen auf jeden Fall auch. Ich muss dann bloß mal gucken. Reitest du so komisch, weil wir jetzt in der Stadt sind? Ich muss bloß mal gucken. Was für einen Namen wir ihr dann geben, weil Lasagne kann ich ja nicht nochmal machen. Das wäre gemein. Ja, ich guck was. So, $25, das wird ja mal weniger. Hilfe. Wen haben wir denn hier? Ellie N. Swan. Eine Belohnung von $25 wird ausgesetzt für die Dingfestmachung von Lalala, die wegen Gattenmordes gesucht wird. Der oben genannte Betrag wird auf. Was wird sofort bei Auslieferung der gesuchten Ostzeit lebend abzuliefern in verhörfähigem Zustand. Sie ist auch bekannt als die Schwarzwiffe und wurde zuletzt der La, alles klar.
Machen wir noch. Ja, können wir noch kurz machen. Ich hoffe, das ist nicht zu weit weg. Zwei. Achso, nee, unsere Bande. Nanu? Ach, da unten. Wird es jetzt auf der Karte angezeigt? Wie blöd. Warum wird denn das auf der Karte jetzt nicht angezeigt? Ich meine, da unten blinkt's. Reite ich jetzt mal gleich erstmal in die Richtung, also. So in Richtung Westen, warum wird denn das auf der Karte nicht angezeigt? Oh. Okay. Ach, jetzt habe ich es gesehen, alles klar. Senja, was ist mit dir los? Ja. Fährt mal ordentlich. Wie hat die. Vielleicht hat sie sich zu oft auf den Kopf gestoßen. Das kann natürlich auch sein. Würde mir eigentlich gar nicht wundern. So, ich hoffe mal, dass ich hier nicht irgendwo runterstürze. Weil es geht bergauf. Das ist nie gut. Ah, jetzt weiß ich dich. Aber ihr wisst ja, ich will schnell zu meinen Zielen und da ist das. Wow. Es ist nicht so günstig, das mal zu machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, hör auf mit der Kacke, Mann. Geh weg nach dem Abgrund. Fuck. Ja. Ernsthaft, Mann. Lasagne, reit doch mal weiter. Ja, ihr habt keine Zeit für euren Scheiß. Lasagne, bitte. Was machst denn du? Hallo. Manchmal verstehe ich das Pferd etwas. Warum das manchmal anhält. Aber na gut. Muss das Spiel selber wissen. Aber da ist die Madame doch weiter weg, wie ich dachte. Und ich mache mal hier so ein Schwenkerchen. In der Hoffnung, dass ich hier nicht irgendwie runterstürze. Aber das war wohl vergebens, war. Na gut, manchmal kann man ja auch vernünftig runter. Ah, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Na siehst du, da haben wir uns ein bisschen Zeit gespart. Ja, ja. Ich muss bloß über den Fluss. Ah, ja, ich sehe schon. Ich muss über den Fluss rüber. Ah. Wirklich hier vorne beim Wasserfall? Was so schlau ist? Ah, es geht, alles. Und ich muss ja wieder lebendig fangen, ne? Nee. Lebendig fangen und dann erstmal mit Dynamit auf sie drauf. Alles klar. So, gute Dame. Beginnt die Sucherei, aber ich schätze mal, die wird irgendwo bei den Felsen sein. Auf dem Felsen? Oh! Ah, ich komme da trotzdem hoch. Die finden wir schon. Na komm, Afa, du hast doch trainiert. Fuck, ich hätte echt. Ich darf wetten können, dass die hier irgendwie hier oben ist. Okay. Dann gehen wir halt wieder runter. Ist nicht so schlimm. Wir finden die schon. Da ist der erst gewesen. Voll gegen Baum rutschen. Genickbruch. Tot. Spiel zu Ende. Oder ich muss nochmal von neuem anfangen. Was ist denn? Ah! They saying you're a black widow. Well, I'm nothing of the kind. That means you kill your sweetheart.
Hä, hab ich die... Ja, komm over here. Komm her. Hab ich die jetzt übersehen? Here's the bounty hunter. Get him! Eliane, I'm sorry, I'm gonna make you go with the fella. What kind of man are you? Puny! Wow, Alter, willst du mich verarschen? Ey, wo ist denn... Warum hat der das noch nicht in der Hand? Komm her, Alter. Er ist so weit weg. Kann ich schon mal Lasagne rufen? Alter, ey, weh, du, weh. Alter, das kann nicht sein. Alter, Lasagne, was machst denn du? Komm her hier, du faule Sau. Entschuldigung. Boah, ist doch nicht dein Ernst, Alter. Na jetzt, komm. Oh! Komm schon, Lasagne hier, bevor die Alte abhaut. Warum kannst du nicht einfach neben mich reiten und dann... Oder? Mein Gott. Komm nicht gleich so. Hä? Hä? Geht doch. Rot with the rest of them. Hallo. Jetzt rollert die runter. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, jetzt hebt die Alte doch mal auf, Mann. Hilfe. You manhandle me. Ja, selber. So. Das ist auf jeden Fall ein langer Rückweg. Wahrscheinlich. Oh, dear. Look him over me. Did I just see those things? Fuck. Wenn ich das schon mal hab. Ja, halt die Klappe. Und nein, ich schlag die nicht. Auch wenn sie uns ein bisschen mit dem Messer angeritzt hat, aber das können wir schon ab. Alter, willst du... Wo kommt denn der Plinz jetzt her? Er... Was war das jetzt für eine Kacke? Alter! Ach nee, das war ja gar nicht Lasagne. Was war das jetzt für eine Scheiße? Wo kommt denn der Penner auf immer her? Der hat doch nicht mal Platz gemacht. So. Nein, ich werde Inventar verstauen. Na komm. Wow. You believe me, don't you? Don't you, mister? Settle in. You got a ride ahead of you. No, you go. I need help, okay? Sag bloß. I have an illness. A fever of the brain. Mm-hmm. I've done bad things, but a jail. A jail ain't where I belong. Sanatorium, maybe. Get me help, mister. Please. Save me. Save me from the sheriff. And klar. Werden wir machen. From myself. Du bist im Knast schon genug, gut genug aufgehoben. Also du hast mir jetzt nicht den Eindruck gemacht, als du uns mit dem Messer angegriffen hast, dass, dass du nicht klar bei klarem Verstand warst. Also. Maybe if I had a strong man like you, I wouldn't be in this mess. My menfolk, they've all been weak. Mm-hmm. That's what my problem's been. Natürlich. How I got in this unfortunate situation. But a big strong man like you, you'd set me straight. Wouldn't you, mister? Put me on the straight and narrow? Nee, wir haben schon eine Frau kennengelernt, die... Ich weiß gar nicht, nee, Abigail war das nicht, die ja erst einen Fleischer so ein bisschen an den Kragen wollte. Die ist, glaube ich, eher so unsere
fragen weiter. You sad sack of shit. Ja. I cut your belly open and shown you your guts. Ach, auf einmal, ja. This bounty hunt, nobody. I hate you. I hate you. I hate you. Ja, dann mach er doch. Weil ich weiß ganz genau, hätte ich dich losgeschnitten, hätte es nämlich kalt gemacht. Oder versucht kalt zu machen. Kommt jetzt die weinerliche Tour? Ich will nicht sterben, so nach dem Motto, oder? Oh. Alter, wie weit ist denn das noch? Ich muss zu unserer Lasagne sowieso erstmal ein bisschen Pause geben, aber wir müssen doch jetzt gleich da sein, oder? Ist das nicht hier in dem Kaff? Ja, ist gut, Lasagne. Ist gut. Gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen gemütlich die Reise und die Folge beenden. Und ich weiß, ich sag das zu selten im Let's Play, aber ich würde schon mal jetzt sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, weil es wird gleich nochmal der Endscreen kommen. Ich hoffe, ich krieg das bisher was durch, bis einmal so, dass ich das nicht mit einer Cutscene machen konnte. Ich hoffe, jetzt kommt wenigstens eine kleine. Ja, und würde sagen, vielen, vielen Dank und bis morgen. Halt, das war falsch. Das war falsch. Wir gucken mal, ansonsten ja. Werde ich halt meine Fresse so wegblenden. Und um die $25. Ja, gut. He's the guy who's the talk of the town with the restless gown. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you see him use a gun, boy. When you see him use a gun. He's the top of the West, always cool is the best. He keeps alive with his Colt 45. To fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's around into town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.